Guten Tag, hier ist Omni mit Manorlords. Ja, in der Flut der Let's Plays muss ich mich natürlich auch beteiligen, aber wir machen ein bisschen anderen Twist. Wir spielen Manorlords nicht einfach nur so, ja, damit wir es mal gesehen haben und alle mal gesagt haben, ui, guck mal, wie schön, sondern wir spielen es auf Hardcore. Das heißt, das ist unser Charakter, das ist unser Name, das ist unser Wappen. Und wir gehen auf anspruchsvoll, auf Messerschneide. Auf Messerschneide, baut eure Stadt auf und stellt so schnell wie möglich eine Streitmacht auf. Diese Lande werden von Räubern heimgesucht und Siedlungen ohne Verteidigung werden schnell zugrunde gehen. Das heißt, die Überfallshäufigkeit wird weniger als ein Jahr Abstand erfolgen. Wir werden im Winter starten, weil wir auf anspruchsvoll spielen. Wir haben ein Jahr überfallsfreie Zeit, danach geht's los. Wir haben am Anfang direkt zwei Banditenlager, die uns konstant Waren klauen werden. Wir werden auch den Spieler hier anstellen tatsächlich. Das ist eigentlich bei dem Szenario aus. Ne, wir werden ihn auch aggressiv machen, um so richtig ekelhafte Bedingungen zu haben. Und wir werden auch 5 Banditenlager maximal haben können. Wie gesagt, wir starten im Winter. Der Rest bleibt ja fast gleich außer anspruchsvolle Bedürfnisse. Und ich habe schon einmal gespielt. Und ja, die Familien, sagen wir mal, gehen sehr schnell weg. Ich weiß nicht, wohin die dann gehen, mitten in der Pampa, aber die gehen dann ganz schnell weg. Das heißt, wir haben auch einen erheblichen Nachteil in der Zufriedenheit. Wir müssen extrem schnell da reingehen. Ich kann jetzt schon mal spoilern. Ich werde, bevor wir diese Versuche machen, erstmal gucken, dass ich eine Map habe, die spielbar ist. Weil wenn unser Unterkunftslager irgendwo am Hintern der Welt ist, während das Jagdlager irgendwo ganz unten stehen muss, haben wir keine Chance. Das habe ich schon mal probiert. Nur mal zu testen. Absolut unmöglich. Und was machen wir hier? Wir gucken einfach mal, wie lange wir überleben und schauen mal an, wie viele Versuche wir brauchen, um vielleicht diese große Stadt oder zumindest in die Nähe dieser großen Stadt zu kommen. Trotz all dieser Aggressionen, all dieser nörgelnden Bewohner, dass wir das in irgendeiner Weise schaffen. Also, neu, wenn ihr nachspielen wollt, anspruchsvoll, auf Messerschneide, den Spieler aktiviert und auf aggressiv. Das heißt maximal Arschkarte gezogen, auf Deutsch gesagt. Und das werden wir so anfangen. Wie gesagt, ich schaue mal, was wir für eine Karte finden, die uns wenigstens ein bisschen Vorteil gibt. Weil ich bin absolut kein Pro. Ich habe das Spiel ja nie gespielt. Nie richtig. Außer halt einmal probiert gerade. Und ich habe es sonst nur für die Videos, die ich gemacht habe, die 2 Stück ein bisschen angeschaut. Aber nicht jetzt irgendwie bis weiß nicht wohin und immer nur bruchstückhaft und halt um den Anfang zu verstehen. Mir ist klar, was man am Anfang machen muss, aber es wird halt eine harte Zeit werden. Vor allem mit Winter, wir müssen gucken, kein Schneefall. Wenn der Schneefall kommt, werden unsere Sachen kaputt gehen. Das heißt, wir müssen die schnellstmöglich einlagern. Ich denke aber, wir haben ein bisschen Zeit, ein bisschen Fenster, wenn wir halt eine anständige Map haben. Naja, schauen wir uns an, was passiert. Also ich denke, wir nehmen dieses hier, denn hier haben wir kein üppiges Tiervorkommen, was ich ein bisschen schade finde. Aber wir haben halt ein Eisenvorkommen, was üppig ist. Und wichtig, unser Zelt, das ist eigentlich das Wichtigste von allen. Der Rest ist mir eigentlich relativ egal. Ist direkt neben der Nahrungsquelle. Das kann uns natürlich nachher noch Vorteile geben, dass sowohl Leben als auch eben Eisenvorkommen üppig ist. Felsvorkommen oder Steinvorkommen nicht. Bärenbüsche auch nicht und die sind auch relativ irrelevant, weil im Winter gibt es halt, und wir starten ja im Winter, sowieso keine Bären. Das heißt, wir sind rein von den Tieren auf die Tiere angewiesen, müssen aber relativ schnell neue Nahrungsquellen erschließen. Ansonsten sehen wir das hier drumherum. Unser KI-Freund ist da in der Ecke. Der wird uns natürlich sehr gut angreifen, wird auch viele Armeen spawnen. Und unser Banditencamp sitzt hier und hier zu finden. Ansonsten, welches Gebiet würde ich einnehmen wollen? Natürlich das in der Mitte, weil üppiges Tiervorkommen und Feldsteinvorkommen. Aber bis wir dahin kommen, ja, müssen wir halt erstmal überleben, würde ich sagen. Ne? Sonst könnten wir uns auch hierhin ausbreiten. Vielleicht, um ihn ein bisschen aus dem Weg zu gehen, bis wir wirklich Not daran haben, uns dahin auszubreiten. Wie gesagt, wichtigste ist einfach nur hier, einfach Werke, Jäger davor kommen und das sofort raushauen. Weil sonst haben wir eigentlich gar keine Chance. Was haben wir auch hier? Das ist also alles in Ordnung und kann so funktionieren. Seht, wie nah das jetzt aneinander ist. Wir dürfen auch nicht zu nah an den Tieren ran, das wisst ihr ja wahrscheinlich schon, weil wir die sonst vertreiben. Und dann bauen wir erstmal auf, werden erstmal grundlegende Versorgung machen, hier ein Holzfällerlager vielleicht und werden schauen, dass wir es einigermaßen einrichten können, dass wir hier unser kleines Dörfchen bauen und hoffentlich auch überleben. Denn unsere Familien sind sehr picky, wie man so schön sagt, also sehr, sehr anspruchsvoll und die verschwinden auch mal schnell. Und wenn eine Familie weg ist, habt ihr eigentlich schon keine Chance mehr, jemals auf 50% zu kommen oder 51%, um neue Familien zu bekommen. Das heißt, das ist wirklich hier eine weltaufgehende Zeit. Nicht nur wegen militärischen Belangen, sondern eben auch, um hier wirklich die Zufriedenheit hochzuhalten. So, wir sind einiges weiter. Können jetzt mal ein bisschen beobachten hier. Ihr seht, die Zufriedenheit hält sich noch. Also ich bin ganz zufrieden damit. Wir müssen natürlich nachher unbedingt die Kirche bauen. Das heißt, wir müssen aber auch erstmal die Häuser bauen, sonst rasten die ja völlig aus. Gute ist halt, trotz geringer Zufriedenheit und sonst was, kriegen die ja sofort, in Anführungszeichen, Kinder. Das heißt, sie haben mehr Arbeitskräfte. Allerdings natürlich mit 5 Familien ist immer dieses Juggeln, ja, wo baue ich jetzt was hin, wo kriege ich jetzt was gelagert und so weiter, ist immer etwas schwierig, weil zum Beispiel müssten wir eigentlich hier ein Lagerhaus bestücken, damit wir Brennholz bereitstellen können. Übrigens aber, das Brennholz wird halt hier gebaut, das heißt, dafür brauche ich eigentlich auch eine Familie. Das ist immer so ein bisschen schwierig.
Das heißt, wir müssen das auch hier rein transportieren und dann eben auf dem Markt auch verteilen. Wir haben jetzt 4 Hofstätten schon mal gebaut. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass wir vielleicht das überleben. Aber gut, wir wollen jetzt noch nichts zu früh sagen. Außerdem habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich habe nämlich die Route der Banditen nicht anzeigen lassen. Ich dachte eigentlich, das wäre egal. Jetzt wissen wir nicht, wann die kommen. Die kommen halt im Dezember. Bisher hat sich der KI-Gegner nur in dieser Standardnachricht gemeldet, noch nicht irgendwie Soldaten hergeholt. Wird aber auch nicht lange dauern, bis das soweit ist. Wichtig ist, ihr seht hier oben, wir müssen momentan einfach komplett stabilisieren, bevor wir irgendwas anderes angehen können. Und über 50% bei dieser Schwierigkeitsstufe könnt ihr euch hier angucken. Wir haben jetzt schon Bekleidungsvielfaltbedarf. Könnt ihr euch ja schon denken, es ist halt kompletter Wahnsinn. Und die Tiere sind auch noch weitergezogen, was natürlich sehr ärgerlich ist. Ich weiß nicht genau warum, ob vielleicht wegen Brennholzhütte das Problem war. Kann man jetzt auch nicht genau sehen, wie der Radius ist. Ne? Das heißt, die müssen natürlich jetzt wesentlich weiter gehen. Ich meine, wir können das versetzen, so ist das nicht. Müssen wir dann auch leider machen. Kostet zum Glück keine Ressource. Ja, ansonsten seht ihr hier, dass unser Layout sieht ein bisschen krumm aus, aber ich finde irgendwie persönlich, dass ein krummes Layout auch einfach besser passt. Also wer denkt, dass das halt früher alles exakt so aussah, irgendwie ganz sauber und so. Das ist halt Schwachsinn, tut mir leid. Also es ist natürlich einfach so, dass wir auch viele Bedingungen haben, die einfach, oh, da haben wir jetzt meine Siedlungsschüler, die einfach, ja, passen müssen. Und dann hat man einfach erstmal irgendwo hingeklatscht, wo es kam. Bei einer größeren Stadt kann man mehr überlegen. Ich habe jetzt hier extra halt mal so einen kleinen Zirkel angelegt, um das so ein bisschen sich vorzustellen, wo es hingehen soll. Warum ist es auch immer diese Zufriedenheit so gedroppt? Das ist ja unfassbar. Also ich finde da halt diese Bekleidungsvielfalt -7 so brutal und auch die Kirchenstufe zu niedrig ist halt wirklich hardcore brutal, muss man einfach sagen. Wir können das auch nicht machen, bis wir Bretter haben, aber wir haben halt nur 5 Familien. Man muss es halt immer wieder sagen. Das heißt, wir können natürlich hier jetzt die Sägegrube hinstellen, was auch wahrscheinlich es einfach sein muss, aber ja, was machen wir damit, ne? Also wir kommen halt nicht in diesen ganzen Zeug hinterher. Jetzt haben wir jetzt den Entwicklungspunkt. Den können wir natürlich direkt für Militär ausgeben, weil wir werden auch Militär sehr viel brauchen. Oder wir holen uns so einen Brennholzkarren, der mal so ein passives Einkommen bringt. Finde ich ganz gut, weil wir halt natürlich immer in der Bredouille sein werden, zu wenig von allem zu haben. Die Fallenstellen bringt uns jetzt nicht so viel, deswegen würde ich das komplett ignorieren. Auch die Kühlerei finde ich, ja, ist cool, weil man halt mehr Brennstoffvorräte hat. Wäre ähnlich wie das hier. Ich weiß noch nicht genau, wie viel das kostet. Das ist ja dieser. Ich denke mal, dass das wahrscheinlich Regionsvermögen kosten wird. Und das wäre ein bisschen brutal. Der Rest ist alles, ist halt einfach zu weit weg, ne? Muss man einfach sagen. Das brauchen wir auch nicht. Auch die Bienenzucht ist, glaube ich, einfach zu weit weg, weil wir einfach zu wenig Leute haben. Wir müssen erstmal irgendwie 50% kommen. Das heißt, Priorität ist, Klamotten ja irgendwie bereitstellen und die Kirche. Und ich habe keine Ahnung, wie wir das in so kurze Zeit halt alles bewerkstelligen sollen. Wir sind jetzt im Januar. Ich hoffe, dass wir halt bald zum Frühling kommen und dass wir halt so ein bisschen Ruhe reinbekommen. Das wollen wir noch sehen. Ich überlege mal, was ich da nehmen würde auf jeden Fall. Okay, das kostet tatsächlich gar nichts. Das ist ganz cool. Versetzen ist auch kostenlos. Dann nehmen wir das natürlich auf jeden Fall mit, weil so ein passives Einkommen von dem Zeug, was wir halt unbedingt brauchen, wäre schon ganz cool, um ehrlich zu sein. Ich weiß jetzt nicht genau, warum die jetzt so extrem, also dass ihr wirklich seht, wie schnell dieses Bedürfnis hochsteigt, ne? Und wir können die Küchenstufe halt nicht bauen oder die Küche nicht bauen, bis wir diese Sägegrube haben. Und die Sägegrube wird schon wahrscheinlich zu spät kommen, sodass wahrscheinlich schon die Leute weglaufen. Das heißt, wir können jetzt schon das Problem haben, dass wir gar keine Chance haben werden, das zu überleben. Und wir müssen ja auch noch nachher irgendwie an Waffen kommen, innerhalb dieses Jahres. Was natürlich alles so ein bisschen, ja, ein ziemliches Schauspiel werden wird, um das zu schaffen. Okay, gut, das hätte vielleicht dabei stehen sollen, also ein Tipp für sowas. Der Lebensmittelkarren kostet aber Geld. Also das müsste ich ja wissen eigentlich, dass das Regionsvermögen kostet. Steht das hier irgendwo? Ja doch, über genug Regionsvermögen. Ich bin natürlich ein Vollidiot und habe das nicht gelesen. Ja gut, das ist natürlich jetzt dann nicht so nützlich. Dann reißen wir es erstmal ab. Und ja, nicht den Marktspiel. Warum hast du mir jetzt den Markt? Ich wollte nur das Ding da abreißen. Ey, so wirklich, was soll das denn Spiel, ey? Okay, das geht jetzt auch nicht, weil, okay, dann muss ich jetzt mal schauen, was das genau das Problem ist dabei ist. Ja, und dann haben wir uns innerhalb von einem Monat 2 Familien verlassen. Ja, das ist nicht so schön. Und wir werden natürlich auch keine zurückbekommen. Wir haben jetzt zwar 39, aber das springt halt wirklich hin und her, weil letzten Monat, das ist so ein bisschen das Problem mit diesen Monatsgeschichten. Aber ich hätte nicht schneller, glaube ich, die ganze Geschichte regeln können. Ja, ich muss jetzt auch wieder neues Holz abbauen, um die Kirche überbauen zu können. Ich weiß nicht, wie man das jetzt hätte machen können. Was wir natürlich machen können, ist hier den Schuster halt bringen, aber dafür müssen wir halt auch wieder, da müssen wir halt auch wieder gucken, dass wir den Platz dafür haben. Also hier zum Beispiel müsste der Platz da sein, aber ihr seht, da steht irgendwas Birch Blood Level too low. Mhm, okay. Das heißt, wir müssen den wahrscheinlich noch aufwerten, aber dafür müssen wir die Bedürfnisse erfüllen. Das heißt, wie genau geht das rechnerisch auf? Also wir müssen definitiv, muss man
direkt am Anfang die Kirche ballern. Das ist schon mal ganz klar, weil ohne Kirche sieht, was das für ein Prozess ist. Es waren minus 10 oder sowas, so 12. Jetzt sind es minus 5. Ihr seht, das steigert sich immer weiter, bis wieder eine Familie abhaut. Was natürlich brutal ist. Ne? Ich baue die Kirche jetzt schnell hier hin. Und ja, müsste dann wieder eine Familie irgendwo rausschmeißen, weil wir haben ja jetzt wieder zu viele Familien verbraucht. Und wir haben ja nur noch 3. Das heißt, schwierig. Das heißt, wir bauen jetzt, hauen die hier raus und lassen dann die Kirche erstmal liefern, was natürlich auch sehr lange dauert. Und dann können wir die bauen, hoffen, dass wir da mal stabilisieren. Sonst ist die erste Runde damit offiziell verloren. Ja, und damit geht auch schon die dritte Familie, Entschuldigung. Und ja, gut, und die Prozente steigen trotzdem nicht. Das heißt, wir haben trotzdem noch minus 13. Das war ja eben bei minus 4, habt ihr ja gesehen. Also wir haben von minus 4 auf einmal auf minus 13, auf minus 14 Kirchenstufen. Wir haben jetzt nur eine Familie und die will trotzdem noch immer unbedingt, dass wir doch bitte eine Kirche bauen. So dringend, dass sie uns jetzt sofort verlassen würde. Also ihr gesamtes Leben aufgeben würde, um dieses Gebiet zu verlassen. Also das ist offensichtlich gescheitert. Also wir sind jetzt in 3 Monaten haben wir gespielt. Von Dezember, Januar, Februar und März. Sind das 4? Naja, egal. Nee, sind 4. Ja, 4 Tür. Ich weiß nicht, das ist jetzt noch nicht zu Ende. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich da vollkommen versagt. Ihr seht auch wieder springen. Er springt hin und her. Jetzt haben wir auch Obdachlosigkeit noch zuvor gehabt. Dabei haben wir doch gar keine Obdachlosigkeit mehr. Verstehe ich auch nicht ganz. Und jetzt kann natürlich diese eine Familie kann das halt nicht mehr leisten. Ihr seht das ja hier. Wir kommen da nicht mehr hin. Das heißt, unsere Priorität, wenn wir jetzt einen zweiten Versuch starten, muss sofort sein, gleichzeitig 5 Hofstätten zu bauen, Nahrung, Brennstoff und eine Kirche zu bauen. Also eine Sägegrube und dann eine Kirche. Das ist natürlich schon hart, ey. Aber gut, ich wollte Hardcore, jetzt habe ich Hardcore. Und ihr müsst das auch mal mitsehen. Und ihr seht es hier. Ja, die letzte Familie haut ab, hat keinen Bock mehr. Während sie gerade die Kirche baut, hat sie gesagt, nope, da habe ich keinen Bock drauf. Ist mir einfach zu mies gelaunt hier. Weil, Leute, wenn ihr mir nicht in 3 Monaten eine Kirche gebt, dann raste ich völlig aus. Es ist mir komplett egal, was für Bäuerbanden da sind. Also was wir brauchen, Kirche und wir müssen heute gerben. Wir haben 5 Familien, denkt da nochmal dran. 5 Familien. Wie genau kriegen wir das hin? Ich glaube, wir werden in den sauren Apfel beißen müssen. Und tatsächlich keine Lagerfamilie haben und keine Speicherfamilie. Das heißt, dass wir die Sachen da hoffentlich ja trotzdem irgendwie reinkriegen und danach sofort die Familie wieder rausnehmen. Und dass die Jäger zum Beispiel selber dann einen Stand aufmachen müssen. Weil wir haben nicht genug Familien, um das alles zu bestücken. Das geht einfach nicht. Das heißt, wir haben in 104 Tagen direkt mal verloren, müssen dringend schnell die Sägegrube haben, schnellstmöglich dann Bauholz fertig kriegen, um die Kirche zu bauen. Gleichzeitig aber natürlich auch die Hofstätten errichten und eine Gerberei. Ihr merkt, das wird sehr spannend. Okay, Versuch 2. Wir sehen die neue Map. Ich werde nicht mehr ganz großartig darauf eingehen, denn ihr seht, der Teufel liegt im Detail, wie man so schön sagt. Wir sind direkt neben der KI, hat auch das tollste Vorkommen hier. Das hätte ich gern gehabt, ehrlich gesagt. Wir haben das hier. Erstmal geht es noch immer um Übung. Ich merke schon, das ist momentan einfach nicht darauf hingehend, hier alles zu meistern. Sondern erstmal zu üben. Wir haben auf jeden Fall wieder den Start, den wir brauchen. Das heißt, ich habe da nicht lange rerollt. Das nervt nämlich manchmal auch ein bisschen. Und wir müssen halt jetzt wieder den üblichen Aufbau haben. Das heißt, unser Jägerlager kommt wieder hier hin. Auch jetzt irgendwas hübsch machen oder großartig bauen. Ich meine, Stars kann man ja immer hinschmeißen. Deswegen ist das, okay, ich muss die Tutorials mal ausstellen. Nicht das Problem. Aber wir werden erstmal hier so drumherum ein wenig Straße bauen, um wieder einigermaßen da einen sicheren Weg zu haben, den wir benutzen können. Wir haben das Grundwasser wieder hier. Das heißt, wir können auch hier neben wieder alles bauen. So. Jetzt gehen wir mal ein bisschen detaillierter darauf ein. Also, wir brauchen an sich die Kirche schnellstmöglich. Warum? Weil diese Kirche fehlt Effekt massiv steigt. Ich glaube sogar noch mehr als Obdachlosigkeit. Oder ich sag mal so, wenn die Obdachlosigkeit ja behoben ist, kommt es direkt zum massiven Mali durch die Kirche und eben durch ja bei Industrie, dass wir keine Häute in Leder verwandelt haben. Also es ist auf jeden Fall klar, wir brauchen das Jägerlager. Alles andere ist komplett egal. Also das ist schon mal klar, dass wir das als Nahrungsquelle brauchen. Das passt also. Dann brauchen wir eine Gerberei und wir brauchen gleichzeitig noch natürlich alle Wohnungen. Wir brauchen noch Wasser, wir brauchen Marktplatz und wir brauchen halt schnellstmöglich Brennholzhütte, Holzfällerlager und Säge. Also wenn ihr schon hört, wie viele wir brauchen, so viele Familien haben wir halt gar nicht. Ne? Also das könnt ihr euch ja jetzt schon denken. Das funktioniert einfach nicht, aber wir müssen irgendwie da ein bisschen hin und her min-maxen. Ich habe wieder vergessen, das abzuschalten, damit das einigermaßen klappt. Das heißt, wir machen jetzt auch nichts mehr hübsch hier oder sowas großartig, sondern machen hier einfach direkt unseren Marktplatz hin und hier werden dann unsere Häuser schon mal hingestellt. Und dass wir da schon mal so ein bisschen Ahnung haben, okay, das muss erstmal weg, dass wir, was wir halt vorhaben. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt klappt, wenn ich möglichst schnell auf Bauholz gehe. Das heißt auch direkt die Sägegrube nebenan baue. Und erstmal noch auf, obwohl wir dann Vorräte verlieren wegen dem Schnee,
vielleicht noch auf den, das Lagerhaus zumindest verzichten. Das Holz müsste ja dahin gebracht werden. Das heißt, wir würden einen Speicher dann schon noch bauen. Ich denke, das ist schon notwendig. Stein haben wir ja trotzdem noch genug für die Kirche. Ja, dann wenn wir einen Speicher hier hinbauen. Man kann ja hier priorisieren, ne? Müsste immer dran denken. Das heißt, als erstes würden wir natürlich hier das Jägerlager und eben die Holzfällerhütte priorisieren, sodass das schon mal vorangeht. Ja, es ist mit dem Speicher, es kommt so schnell der Schnee, das heißt, unsere Nahrung ist schon wieder komplett verschimmelt. Da haben wir ja gar keine Chance, dieses Brot zu retten. Das ist wirklich so schnell weg. Also, ich müsste den Speicher tatsächlich jetzt erst bauen. Oder haben wir halt wieder keine Zeit für die anderen Geschichten, ne? Das ist halt das Problem. Ja, jetzt haben wir einen, der halt ja seine Waren erstmal am Marktplatz verkauft. Auch da wieder die Frage, vielleicht den Marktplatz was später bauen? Wahrscheinlich sogar. Brennstoff haben wir 0 Monate. Auch da müssen wir eigentlich ja direkt schon wieder das nächste bauen. Und sind nicht mal fertig mit den grundlegenden Voraussetzungen. Also, das sieht auch schon wieder ziemlich bitter aus. Also da wüsste ich jetzt auch nicht, wie man das irgendwie noch schneller machen kann, ehrlich gesagt. Und einfach hier mal die Brennholzhütte hin. Und müssen die auch auf Priorität einsetzen, theoretisch. Erste Hofstätte haben wir. Das heißt, wir bauen hier natürlich wieder direkt unser Hühnerstall. Das ist immer ganz wichtig, damit wir einfach ein paar Eier haben. Um ein bisschen was zu erhöhen von der Vielfalt. Nur wir brauchen halt unbedingt Nahrung. Wir haben noch einen Monat Nahrung, aber keinen Monat halt mehr Brennholz. Das heißt, wir müssen da auch schauen, dass wir jetzt auch voran machen. Schnell hier einmal rein, Brennholz produzieren lassen und der muss das dann selber leider auch wieder zum Markt bringen. Weil wir momentan einfach noch keinen Lagerstand haben. Das wird nicht funktionieren. Dann haben wir die Sägehütte jetzt auch fertig. Können also hier schon mal ein bisschen was produzieren. Haben jetzt keine Arbeiter mehr. Das heißt, jetzt müssen wir erstmal sammeln, um hoffentlich irgendwie etwas voranzubringen. Ja, wenn es denn dann klappt. Wir müssen jetzt auch die Obdachlosigkeit bekämpfen. Wobei die halt nicht so stark ist, wie jetzt das Bedürfnis, wenn wir alle in Häusern haben, halt Klamotten und eine Kirche zu haben. Ich gucke auch mal, was kostet die Industrie? Das heißt, Gerber kostet uns einfach nur Bauholz. Also das könnten wir tatsächlich relativ leicht bezahlen. Müssen halt nur, ja gut, das Bauholz halt ausgeben. Was auch nicht unbedingt günstig ist, aber können wir zumindest schaffen. Dass wir könnten theoretisch das tatsächlich machen. Aber wir müssen auch irgendwie gucken, dass wir ja mit dem Ochsen hier auch immer die Waren hin und her transportiert kriegen. Aber das geht ja anscheinend. Ich glaube, der Sägetyp hat sich das selber bereitet. Das wäre doch schon mal gut. Wir haben auch 20 Bretter jetzt. Das heißt, du kannst erstmal wieder raus. Und wir könnten jetzt die Kirche bauen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und alles, ja, noch nicht ganz, aber fast. Ne? Das heißt, wir können dich jetzt hier rausnehmen. Und können dann zum Beispiel Speicher, könnte jetzt Nahrungsstand erstellen. Damit hier das eben nicht passiert ist. Ne? Wenn wir müssen nämlich hier irgendwo den Markt nämlich übernehmen. Das heißt, wir könnten das hier so übernehmen. Machen wir einmal ein Reset, damit das auch wirklich schnell funktioniert. Weil wir haben keine Zeit, um irgendwas zu verlieren. Ja, und im Brennholzstand, ihr seht auch hier wieder das Problem. Und das ist das, was ich meine mit den 5 Familien. Wie soll ich das jetzt regeln? Der geht ja jetzt zum Stand und macht das. Ich brauche jetzt ein Lagerhaus, damit das vom Lagerhaus geregelt wird. Aber das kann ich ja nicht, weil ich habe keine Familie einfach. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Wir werden die Küche hier oben einfach hinklatschen erstmal. Ich weiß, das ist nicht attraktiv, aber hier die Bäume wegzuhacken, haben wir einfach keine Zeit zu. Tatsächlich. Und wir brauchen auch immer leider zu viel Holz. Und ihr seht halt, der Stand wird jetzt von denen, ich hoffe aber, dass das halt teils ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier drüber gehe, sollte wahrscheinlich eine von den Personen das da machen, die andere hackt Holz. Es sollte vielleicht für diesen ersten milderen Winter funktionieren. Von daher hoffen wir das mal. Noch ist das hier alles okay. Ihr seht aber, die Obdachlosigkeit steigt. Und jetzt, weil wir einen schon im Gebäude haben, steigt direkt dieses Verlangen nach so einer Kirche. Das ist halt unfassbar schwer, da halt diesen Punkt zu finden, wie man es gescheit machen kann. Ne? Das ist echt hart. Jetzt ist das Verlangen für die Kirche wieder weggegangen. Die Obdachlosigkeit wieder zurückgesetzt. Sehr merkwürdig. Das sammelt sich anscheinend im Monat an und geht dann einfach weg, oder wie? Also das ist... Also eben hat man es ja irgendwie gesammelt die ganze Zeit. Das ist sehr merkwürdig. Also ich meine, für uns ganz gut. Jetzt sind wir bei 45% und bauen eine Kirche. Das ist also für uns schon mal ein Riesenfortschritt jetzt gerade. Müssen halt jetzt noch genug Holz haben, um weiterhin Hofstätten zu bauen. Dafür brauche ich eigentlich nur eine Familie. Ah ja, das Problem haben wir ja schon besprochen. Ihr wisst es ja schon. Dieses Problem wird uns immer weiterhin begleiten. Wieso kann ich das nicht anschließen? Das ist ja ätzend. Muss ich jetzt echt hier so komisch verwiegen. Sehr merkwürdig. Oh, wie lange so eine Kirche dauert, ey. Das ist so ein Todesurteil, was wir gerade machen. Das ist unfassbar. Und irgendwie das Jagdlager kommt auch nicht so richtig in Pötte. Oh Gott, wir haben noch 10 Tiere übrig. Das wird unfassbar schlimm. Aber wir haben den Speicher bespült. Also so ist es nicht. Das heißt, da müsste schon irgendwie... Das müsste einigermaßen funktionieren. Aber eigentlich will ich sogar den Speicher wegnehmen. Weil wir brauchen halt unbedingt... diese Arbeitskraft, sage ich mal. Ne? Ihr seht ja halt auch, der Brennholzstand ist irgendwie auch nicht so richtig funktionell, obwohl wir 32 im allgemeinen Lager haben. Also es müsste ja eigentlich möglich sein, dass sie sich doch bitte mit der Kälte jetzt zurechtfinden.
Und ihr seht, jetzt springt das auf einmal extrem nach unten. Die Obdachlosigkeit nimmt zu, Kälte nimmt zu, weil eben der Januar wahrscheinlich so kalt ist. Aber hier müsste doch auch jemand kommen und denen das vorbeibringen. Das ist halt das Interessante dabei, dass das nicht funktioniert. Und die Kirche dauert halt so unfassbar lange. Vielleicht sollten wir tatsächlich statt Kirche auf Gerberei gehen. Aber da haben wir halt wieder eine Familie mehr. Ich glaube, bei der Kirche ist erstmal die Familie nicht unbedingt nötig. Also sobald wir jetzt eine verloren haben, ist das Spiel eigentlich schon wieder durch. Das ist das Problem. Okay, sofort ist, nachdem wir die Kirche fertiggestellt haben, dieser ganze Spuk abgesprungen und wir haben es tatsächlich geschafft, etwas zu stabilisieren. Kälte ist auch wieder teil runtergesprungen. Also manchmal die Mechaniken sind noch ein bisschen sehr verwirrend, weil man ja wirklich hin und her springt von der Zufriedenheit. Ich meine, ich war eben bei, habt ihr ja gesehen, so 14%, jetzt sind wir bei 36%. Springt halt wirklich massiv hin und her. Jetzt müssen wir uns um die Obdachlosigkeit noch kümmern. Dann haben wir es eigentlich geschafft. Momentan haben wir 6 Bauhölzer. Das reicht für 3 Häuser. Reicht nicht, um diesen massiven Malus, obwohl der ja gerade wieder zurückgesetzt ist, wirklich zu verhindern. Ihr seht, Februar, also man muss sich irgendwie immer über den Monat retten, sag ich mal. Dann scheint das einigermaßen zu funktionieren. Und jetzt mit der Kirche müssten wir das ja auch eigentlich hinbekommen. Schauen wir mal, wie das aussieht, wenn wir jetzt noch die Gebäude dazu bauen. Und dann die Gerberei müssen wir auch noch bauen. Dafür brauchen wir halt nur mehr Familien eigentlich. Das ist das Problem. Ja, der KI-Gegner beansprucht schon Immenreuth. Das ist direkt neben uns hier. Geht auch recht schnell. Aber gut, das wollen wir ja. Wir haben übrigens noch keinen neuen Namen hier gemacht. Das habe ich ganz vergessen beim zweiten Durchgang. Natürlich nennen wir uns Qualstadt, denn das ist wirklich eine Qual. Mal schauen, ob das später besser wird. Aber momentan wäre das genau unser Name, Qualstadt. Ja, wie sieht es in Qualstadt aus? Nicht viel weiter. Irgendwie ist die Kälte. Ich kapiere die nicht. Ich habe hier wirklich 50 oder so Brennholz eingelagert. Und diese Familie will nicht diesen Brennholzstand da irgendwie bedienen. Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert. Deswegen, dass so extrem in diese negative Sache geht. Ihr seht es doch, wir haben doch eigentlich die Sachen da. Also ich verstehe nicht, warum die Kälte da noch immer so ein Problem ist. Dass wir noch keine Bevölkerung haben, ja okay, verstehe ich auf jeden Fall. Aber alles andere kapiere ich jetzt noch nicht ganz. Wir sind also wieder am Rande der Vernichtung, das auf jeden Fall. Wir bauen jetzt unser letztes Häuschen. Ja gut, wir könnten jetzt auch dieses riesige Ding hier bauen. Finde ich eigentlich auch gar nicht schlecht. Dann hätten wir direkt schon mal Platz für eine weitere Familie. Warum nicht, wenn wir gerade das Holz haben, nehmen wir das mal mit. Dann hat die eine Familie zwar kein Zusatzhaus, aber ist egal erstmal. Hauptsache wir bauen uns mal voran hier. Wir haben auch jetzt langsam natürlich unsere, in Anführungszeichen, Kinder wieder. Ne? Ihr wisst es ja, die geben uns natürlich nochmal ein bisschen Arbeitskraft. Ja, wir brauchen Bauholz jetzt auch erstmal noch eins, glaube ich. Und dann können wir den auch mal rausschmeißen. Lass mal so noch einmal hier so ein Holz produzieren. Und dann genauso. Und dann schmeißen wir diese Familie raus. Die kann dann einfach nochmal mitbauen. Eigentlich würde ich auch gerne hier diese Bräunholzhütte nochmal befeuern, weil das ja irgendwie nicht richtig funktioniert. Ihr seht, die Kälte geht noch immer runter. Es kann natürlich sein, einfach weil die nicht, weil die kein Haus haben, ne? Ja, und jetzt haben wir schon eine verlassen. Super. Was ist da? Ja, und dann haben wir es leider so, dass jetzt eine Familie raus ist. Obwohl wir, ihr seht, Lebensmittelvielfalt auf dem Markt und Küchenstufe plus 4 haben, haben wir es noch immer geschafft, eine Familie zu verlieren und verlieren weiterhin unsere Zufriedenheit. Extrem, extrem nervig. Aber wir haben es endlich geschafft, unsere Siedlungsstufe zu erhöhen. Das hat auch nicht lange gedauert. Ja, wir nehmen natürlich nicht die ausländischen Lieferanten, völliger Schwachsinn von mir gewesen. Inzucht wäre gut halt für die Lebensmittelvielfalt. Immer Schafzucht halt gut für Klamotten später. Allerdings weiß ich nicht, wer das wieder bewirtschaften soll. Genauso Waffen wären wichtig, weil bald kommen ja die ersten Banditen. Und ich glaube, wir kriegen hier keine Waffenlieferung. Das heißt, wir müssen selber schauen, dass wir irgendwo diese Waffen herbekommen. Das ist ja noch das Nächste, was ja noch passieren kann. Dass wir sterben, weil uns die Banditen noch angreifen. Wir sind ja bisher nur im Base-Game drin und versuchen irgendwie das zu überleben. Alles andere ist ja noch gar nicht passiert, ne? Das müsst ihr dann denken. Ich glaube, ich würde tatsächlich doch Fallenstellen nehmen. Einfach, weil wir da ein bisschen passives Einkommen bekommen. Und das uns hoffentlich so ein bisschen mal diese Nahrungsprobleme da wegbringt, sage ich mal. So, wir haben jetzt mit Mühe und Not doch die Gerberei fertiggestellt. Aber haben halt minus 14. Das ist komplett wahnsinnig. Minus 14 wegen nicht genug Bekleidungsvielfalt. Nochmal, wir sind noch nicht beim Angriff. Ne? Wir sind bisher nur beim Stabilisieren. In irgendeiner Weise. Wir haben noch 214 Tage, dann greifen uns auf jeden Fall die KI an. Wir haben auch neue Söldnerbataillonen, die wir hier bekommen können. Wäre, glaube ich, der einzige Notfall, den wir hätten dann. Briganten, aber die bringen ja nichts, ne? Also kompletter Wahnsinn. Gut wäre natürlich sowas wie die Grünkappen, Kampfbrüder, aber kosten halt auch viel zu viel, weil wir einfach das Geld dafür nicht besitzen. Was natürlich ziemlich schwierig ist. Wir können jetzt einmal hoffen, dass die Gerberei diese Zufriedenheit hier löst. Das heißt, im allgemeinen Lager wird jetzt hoffentlich etwas Leder bereitgestellt. Dieses Leder müsste reichen, wenn ich es richtig verstanden habe, um dieses tolle Bedürfnis zu befriedigen. Also wenn ich mich jetzt nicht irre. Weißt du nicht, ob der jetzt noch einen extra Stand braucht?
Also weiß nicht, ob wir jetzt nochmal einen hier einzuordnen müssen, damit da noch ein Stand entsteht, weil dann wäre es ja, ich weiß gar nicht, wie man das dann regeln soll. Dann soll der Gerber das einfach selber machen von mir aus, weil momentan haben wir ja jetzt ja schon genug Leder. Also müsste er jetzt einfach diesen Stand hier aufbauen. Macht er aber nicht. Das ist zum Beispiel was ich wieder nicht verstehe, weil wir müssten da jetzt einfach diesen Stand bitte aufbauen. Kannst du das jetzt bitte machen oder hast du nur diesen Brennholzdingens? Guck mal, wenn ich jetzt den hier mal rausnehme, einfach mal zum Testen und den jetzt hier reinsetze, würde er dann einen neuen Stand aufmachen? Das ist jetzt die Frage. Ich denke mal, oder? Ja, kann ich jetzt nicht sagen, weil er sich gerade nicht irgendwie bewegen will. Ihr seht, es sind minus 10, letztes Mal auch schon minus 10 durch die Bekleidungsvielfalt. Das sind schon 20%, die wir hier verlieren. Also wir müssen es irgendwie hinkriegen, diese Kleidung hinzubekommen. Weil, wenn ich das richtig sehe, hier steht, die brauchen einfach nur Leder, Leinen oder Garn. Das heißt, es muss nicht unbedingt irgendwelche krasse Klamotte sein, wie Schuhe oder sonst irgendwas. Das würde schon reichen, wenn die das haben. Und die Frage ist halt, wie genau passiert das jetzt? Also, ich sehe halt nicht, dass das jetzt ausgebaut wird. Wir haben schon minus 14 jetzt übrigens. Was natürlich das Ganze problematisch macht. Was genau muss ich jetzt tun, damit hier ein Stand entsteht, der uns dieses Ding hier gibt? Das ist jetzt wirklich die Frage. Was muss ich tun, damit hier ein Gerberstand entsteht? Bekleidung 0%. Warum? Tja, keine Ahnung. Ist leider auch verloren, der zweite Punkt. Die bauen hier einfach keine Lagerstände, also keine Marktplätze. Ich kriege auch kein Brennholz mehr auf dem Markt. Normalerweise baut doch das Lagerhaus die Lagerstätten, wenn ich genug Ressourcen habe. Oder sehe ich das falsch? Da bin ich doch relativ sicher, dass das so ist. Warum macht das Lagerhaus? Das hat es ja auch gemacht, das Lagerhaus. Also der Lagerarbeiter hat auch einen Marktstand gebaut. Und ja, jetzt nicht mehr. Ich habe ihn auch nochmal abgerissen, weil ich dachte, das ist irgendwie ein Bug. Ich habe nochmal neu geladen. Keine Ahnung, ich habe auch nochmal hier reingesetzt in die Gerberei. Er baut halt auch nichts ein. Er will auch keinen Stand aufbauen. Wenn ich jetzt zum Beispiel in die Brennholzhütte reinsetze, genauso wenig. Das heißt, keine Ahnung, was hier gerade passiert. Das heißt, wir sind jetzt schon wieder kaputt. Aber ich verstehe wirklich diesmal nicht, warum. Also wir haben eigentlich alles vorbereitet. Aber ihr seht, minus 17 durch die Kleider, minus 3 und minus 3 durch Brennholz. Und ich habe so viel Brennholz. Also es ist unfassbar, wie viel Brennholz ich habe. Guck mal, 55. Und es funktioniert einfach nicht. Also es geht nicht voran. Er macht es einfach nicht. Also hier will keiner irgendwo sich hier voraussetzen. Ich weiß auch nicht, wo haben wir denn da? Feindliche Einheiten, aha. Ja, die sind ja da, das wissen wir ja. Das ist uns relativ egal, denn wir haben mehr grundlegende Probleme, sag ich mal. Denn es funktioniert nicht. Ich krieg keinen Stand hier gesetzt. Es kann natürlich sein, dass jetzt einfach kein Brennholz gerade benötigt wird, aber dann dürfte ich ja hier nicht die ganze bekommen, nicht genügend Brennholz auf dem Markt. Und es kann halt, was sein kann, ist, dass Leder nicht reicht. Aber es steht ja hier als Grundbedürfnis, Bekleidung, Leder, Garn, Leinen, mehr nicht. Also das sind die drei Sachen. Und die seht ihr hier, das ist ja auch offensichtlich nicht drin. Also irgendwas stimmt ja hier mit der Funktion nicht, ne? Also ich hatte ja hier, es ist die Familie wieder weg, aber ich hatte ja hier jemanden drin und es klappt ja trotzdem nicht, ne? Also wenn ich jetzt hier einen reinsetze, es klappt ja offensichtlich nicht. Also die bauen keinerlei neuen Stand auf. Das ist ein bisschen verwirrend. Also hier zum Beispiel, die macht das ja konstant. Treibt einen Marktstand. Wenn du ihre Zuweisung entfernst und so weiter, muss der Markt von jemand anderem übernommen werden. Hier kommt kein Marktstand mehr zustande. Es gibt keinen Marktstand mehr. Also es klappt nicht mehr. Ich guck mal, wenn man jetzt nochmal die Ladung hier holt, das ist der letzte Versuch, ist jetzt eh vorbei. Wir haben noch drei Familien durch diesen Bug. Also in meinen Augen Bug. Ne? Könnt ihr mir gerne mal schreiben, was da das Problem wäre. Aber ihr seht, es kommt keines. Lebensmittel wird konstant beliefert, ihr seht das. Konstant wird's da, kommt da Nahrung hin. Das klappt also. Aber hier, diese Familie macht nichts. Die sitzt hier einfach nur auf 94 Ressourcen und baut keinen Marktstand. Und ich kann da jetzt auch nichts gegen tun, weil... Also was ich machen könnte, wäre noch den Marktstand einmal abreißen, wobei es jetzt trotzdem zu spät ist. Aber sagen wir mal, ich mache jetzt mal meinen Marktstand weg und baue den neu an. Und gucken wir mal, ob es dann funktioniert. So. Darf ich wieder nicht bauen, weil da irgendwelche... Nicht aufregen, nicht aufregen. Oh, nee, alles gut. Bauen wir den Marktstand einfach mal hier hin. Einfach nur, um das mal kurz zu testen. So. Und jetzt gucken wir mal, ob die jetzt sich vielleicht herablassen, da mal einen Marktstand aufzusetzen. Gucken wir mal, ob die Lebensmittellager das macht oder ob die das machen oder ob es überhaupt jemand macht. Ja, jetzt haben wir noch zwei Familien. Sehr cool. Dankeschön, sehr hilfreich. So. Wir haben 6 Eier hier und 11 Fleisch. Bräuchten also einfach hier jetzt nur noch diesen Lebensmittelstand. Damit das Ganze funktioniert. Nö. Irgendwas ist da, also wir sind jetzt eh tot wieder, aber irgendwas ist da halt sehr merkwürdig, ne? Damit geht jetzt unser zweiter Versuch dahin. Der war eigentlich sicher in meinen Augen. Ihr seht, der 87 Brennholz. Wir hätten also keinerlei Probleme gehabt. Da
Nahrung ist immer schwierig, das stimmt. Aber wir haben auch das Leder hergestellt. Aber irgendwas scheint da hier verbuggt zu sein. Also es kann ja nicht sein, dass ich hier die Stände einfach nicht mehr hingestellt kriege. Also sehr merkwürdig. Ja, und das war Versuch 2. Und ja, wie gesagt, schreibt mir mal, was ich da falsch gemacht habe. Aber in meinen Augen, auch dass der Brennerstand nicht mehr aufgebaut hat, das muss doch ein Bug sein. Ne? Das muss ja irgendwie... Ich hatte auch keine Krankheit, also da war auch kein Aufruf für Krankheit oder sonst irgendwas. Sehr merkwürdig. Ja gut, dann gibt es Versuch 3, aber erst in der nächsten Folge. Ich will nämlich erstmal sehen, erstmal darüber nachdenken, was das so war und euch schon mal einen ersten Part geben, damit ihr seht, wie verzweifelt schwer das ist. Und denkt dran, der Angriff käme jetzt erst in 150 Tagen. Wir haben noch gar keine Waffen, keinerlei Miliz, kein Regionsvermögen. Das heißt, wir sind gerade nur noch bei den Grundlagen, um das überhaupt mal zu schaffen, diese Schwierigkeit als kompletter Noob zu bewältigen. Wobei, nochmal, ich behaupte, und ihr sollt mich da auf jeden Fall korrigieren, wenn es nicht so ist, dass ich hier einfach mit einem Bug getroffen wurde. Weil ich hatte doch Leder, ich hatte doch Brennholz. Warum haben die diese Marktstellen nicht aufgestellt? Das kann nicht anders sein als ein Bug. Ich meine, es ist Early Access, klar, aber irgendwas kam mir da komisch vor. Naja, ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, ein Abo da, damit das weitergeht. Ich mich weiter quäle mit Qualstadt und wir es hoffentlich hinkriegen, irgendwann mal diese schwierige Schwierigkeitsstufe zu überwinden. Ich sage ja, irgendwann, wenn ich merke, klappt gar nicht, dann stelle ich mal auf Frühling zum Beispiel. Aber momentan habe ich eigentlich schon Spaß daran auszufrummeln, was man genau als erstes bauen sollte und wie man es bauen sollte. Von daher, haut rein.